Würde es denn für euch in Frage kommen, irgendwie auch Fans zu daten oder sagt ihr, nee, das wollen wir auf jeden Fall trennen? Zieh das an, du siehst eh aus wie eine Eiche. Danke. Ich will daraus Wein machen. Das ist aber nicht echt, das weißt du schon, Jan. Halt die Fresse und zerstör nicht die Illusion. Wir befinden uns hier in Steffis Wohnzimmer, würde ich mal sagen, am Set von Guten Morgen Deutschland mit den Jungs von Gewitter im Kopf. Die Steffi ist obdachlos, die wohnt im RTL-Haus. Ja, ungefähr so ist es. Also um die Uhrzeit, wie ich hier bin, könnte man das auf jeden Fall denken. Echt schön, dass ihr hier seid. Wir haben hier ein paar goldene Umschläge. Ihr dürft immer wieder einen auswählen und darin befinden sich Fragekategorien. Wir fangen direkt mit Erfolg an. 2 Millionen Abonnenten innerhalb von einem Jahr, Riesen-Community. Ist das eigentlich für euch greifbar? Also ihr sitzt halt hier so wie zwei normale Jungs. Ja, von dieser Zuschauerbindung träumt ihr bei RTL, ne? 2 Millionen finde ich immer noch absolut krass, dass wir so eine Zahl erreicht haben, jetzt in dem kurzen Zeitraum vor allem. Das ist ja so eine Zahl, die man sich so räumlich gar nicht vorstellen kann. Ich sowieso nicht, weil ich dumm bin. Ha, der auch. Nein, ich mach weiter, zurück an deinen Platz. Ihr macht ja jetzt auch Musik, habt gerade einen neuen Song rausgebracht. Wie kam es denn eigentlich dazu? Also, du rappst, du singst? Also den ersten Song... Ich will daraus Wein machen. Das ist aber nicht echt, das weißt du schon, Jan. Halt die Fresse und zerstör nicht die Illusion. Ich finde, Musik ist so eine andere Art, um halt so erstmal so besondere Messages irgendwie zu... an die Leute ranzutragen, also ganz anders als mit Videos. Das wirkt irgendwie anders auf die Menschen. Noch ein, zwei Lieder mehr, dann trage ich die gleiche Uhr wie der da. Jetzt auf Tim ziehen. Oh die Liebe, die Liebe, die Liebe. Ihr seid jung, ihr seid erfolgreich, ihr seid Single vor allen Dingen. Was macht denn die Liebe bei euch beiden? Die Liebe macht bei mir tatsächlich gar nichts. Ja. Also ich bin Single und sehr zufrieden damit. Ja, wir haben ja auch nicht so viel Zeit, so was Beziehungen so angeht momentan. Wir sind ja eigentlich immer sehr viel unterwegs und haben irgendwelche Termine oder bleibt ein bisschen auf der Strecke momentan, muss man sagen, auf jeden Fall, ja. Würde es denn für euch in Frage kommen, irgendwie auch Fans zu daten oder sagt ihr, nee, das wollen wir auf jeden Fall trennen? Ich würde eher zu Nein tendieren. Ich finde, es kommt auf die Person an und wie man die Person kennenlernt. Wenn man jemanden einfach so vielleicht kennenlernt auf einer Party oder irgendwie über Freunde kennenlernt und die kennt einen halt einfach zufällig, dann finde ich, ist es nochmal was anderes. Inwiefern beeinflusst denn Tourette dein Liebesleben? Also ist das irgendwie abschreckend? Finden das manche vielleicht sogar auch faszinierend? Da sind die Reaktionen sehr gemischt. Also es gibt durchaus Leute, die finden das sehr faszinierend. Andere sind wiederum abgeschreckt. Dann habe ich auch schon mitbekommen, dass manche das als eine Art Fetisch wahrnehmen, besonders das mit den Kraftausdrücken. Aber ich würde es nicht als Einschränkung betrachten. So, Jan, du bist wieder dran. Nein! Wir sind beim Thema Gesundheit. Ich habe gerade Corona, ist das okay? Wir haben gesehen tatsächlich bei TikTok, dass ihr im Krankenhaus wart zusammen. Was genau ist denn da eigentlich passiert? Bei mir tritt ja nicht nur das Tourette-Syndrom, sondern auch Epilepsie auf. Und ich hatte letztes Jahr im August einen stärkeren epileptischen Anfall. Tim war ja auch mit im Krankenhaus. Und er war müde, hat sich dann auf das freie Bett daneben gelegt und geschlafen. War eigentlich gar nicht geplant, ich wollte nur kurz eine Pause machen. Das ist meine Dirne. Du hast ja auch immer eine Notfalltablette dabei. Ja, genau, Tavo-Tablette gegen Epilepsie. Ja, also Valium. Zum Beispiel meine Eltern auch ein Portemonnaie drin, ich selber auch. Das kann dazu führen, dass der epileptische Anfall dann beendet wird oder im besten Falle gar nicht erst entsteht. Es gibt ja auch welche, die nehmen gewisse Substanzen ein, sagen wir mal. Kiffen, sagen wir es doch einfach, um die Ticks quasi zu lindern. Würdest du sowas machen? Kommt das für dich in Frage? Ich hatte das sowohl in flüssiger Form schon mal, auch schon mal zum Rauchen. Es hat bei mir aber leider immer zu Panikattacken geführt. Gisela. Guck mal, was ich kann. Gisela merkt auf jeden Fall, dass es jetzt gerade um sie geht. Zieh das an, du siehst eh aus wie eine Eiche. Danke, siehste, so bleib ich doch. Was triggert dich denn ganz besonders? Kameras sind ein Trigger. Ich sehe gerade mehrere, die triggern mich schon. Dann die ganzen Feuerlöscher, Feueralarme. Und halt, dass die Angst haben, dass ich zum Beispiel etwas machen könnte, wie einen Feuerlöscher auszulösen. Und allein das, nur die Tatsache, dass ich merke, dass die Leute deswegen leicht nervös sind, aber es von mir zurückhalten wollen, das triggert mich auch. Aber würde es jemals passieren, dass du den Feuerlöscher dann auch betätigst? Das ist schon häufiger passiert. Ja, und dann gab es immer eine riesige Sauerei. Es gibt ja auch viele Leute, die das kritisieren und auch sagen, nee, das sei doch nur gespielt. Oder ganz extreme Meinungen, die sagen,
dir muss der Teufel ausgetrieben werden. Was machen denn solche Meinungen mit dir? Es kommt sogar recht häufig vor, dass Leute mir das empfehlen. Es gibt bei YouTube sogar über einstündige Videos, wo unsere Videos analysiert werden. Und dann macht der kurz Pause und sagt, da wie sich sein Auge gerade verdreht, das ist ein Zeichen für den Teufel. Eure Freundschaft. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ihr kennt euch ja wirklich schon sehr, sehr lange, ne? Wir kennen uns jetzt mittlerweile seit der 5. Klasse. Genau, also 11 Jahre. Ja, aber wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, über eure Freundschaft dann einen YouTube-Channel zu machen? Wir haben halt immer mehr so gemerkt, ja, es gibt schon sehr wenige, die darüber Bescheid wissen. Und dann habe ich Jan einfach mal vorgeschlagen, ja, lass doch einfach mal einen YouTube-Kanal aufmachen. Die Leute haben einfach voll viele Fragen zu dem Thema. Ja, und dann habe ich zu Jan gesagt, jetzt ist eigentlich so der beste Zeitpunkt dafür. Der letzte Umschlag, das Geld. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, seit anderthalb Jahren macht ihr sehr, sehr erfolgreich euer YouTube-Business. Was war denn so das Krasseste, was ihr euch gegönnt habt? Also bei mir kommt jetzt die Einrichtung für die Wohnung halt. Ja, die genau, vor allem das Bett. Ein Boxspringbett. Das ist total bodenständig. Also, muss man echt sagen. Wenn ich schon so jung erfolgreich geworden wäre, ich glaube, da hätte ich hier richtig hier die Scheine auf den Tisch geknallt. Ich sehe Jessie vor mir. Gehen jetzt mal ins Studio und dann dürfen die Jungs vielleicht, oder vielleicht auf Gisela, man weiß es nicht, ein wenig moderieren.